Tiere suchen sich gern warme Orte, manchmal sogar in den Häusern der Menschen. Auch du hast wahrscheinlich schon Insekten, Vögel oder die Katze des Nachbarn zu Hause getroffen. Dieser Frau ist jedoch etwas ganz Besonderes zu Hause begegnet. Schau dir an, was passiert ist. Dingo. Zuerst erzählen wir von jemandem, der etwas Ähnliches erlebt hat. Diese Australierin war es gewohnt, allen Arten von Tieren zu begegnen, denn Australien ist eines der tierartenreichsten Länder der Welt. Natürlich sind nicht alle dort anzutreffenden Tiere süß. Manche können einen richtig erschrecken, gefährliche Schlangen und Vogelspinnen zum Beispiel. Diese Frau hatte jedoch überhaupt keine Probleme mit der Begegnung in ihrem Garten. Sie liebte es, ihren Garten zu pflegen und draußen zu sitzen. Eines Tages hörte sie plötzlich ein seltsames Geräusch, ein Jammern. Es kam definitiv aus ihrem Garten. Und als sie sich umschaute, entdeckte sie etwas Weiches zwischen den Pflanzen. Es war ein Hund. Ein super süßer kleiner Welpe hatte sich in ihren Garten verirrt. Sie erkannte die Rasse des Hundes nicht, aber er war sehr niedlich. Das war natürlich ein angenehmerer Gast als beispielsweise eine Giftschlange. Wer hätte diesen treuen Augen widerstehen können? Sie nahm den Welpen mit ins Haus. Er heulte herzzerreißend und sie war bereit, ihm zu helfen. Sie hatte die Gesellschaft sehr genossen und viele Fotos gemacht. Sie zeigte das Tier fröhlich ihren Freunden und ihrer Familie. Nach einer Weile bekam sie jedoch Zweifel. Je länger sie das Tier ansah, desto mehr wurde ihr klar, wie besonders es war. War es tatsächlich ein Hund? Oder war es vielleicht ein Fuchs? Sie wusste es nicht und in Australien konnte man die verschiedensten Tiere antreffen. Sie versuchte mehr über das Lebewesen herauszufinden. Hoffentlich war es nicht gefährlich. Später veröffentlichte sie einige Bilder auf Facebook. Vielleicht konnte es jemand einordnen. Vergeblich. Schließlich ließ sie es in der Tierklinik untersuchen. Dort entdeckten sie etwas ganz Besonderes. Es war ein Dingo, ein wilder Hund, der wahrscheinlich vom indischen Steppenwolf abstammt. Es stellte sich heraus, dass er der einzige einheimische Hund im Land war. Ein seltener 100% viktorianischer Highland-Dingo. Wie er im Garten der Frau landete, ist unbekannt. Wegen der Wunden auf dem Rücken vermutete man, dass er dort von einem Adler fallen gelassen wurde. Diese Geschichte hätte ja noch spezieller werden können. Das Tier wurde Wendy genannt. Später brachte man ihn in einen Nationalpark. Er war sehr ruhig und hatte überhaupt keine Angst vor Menschen. Glücklicherweise hat sich Wendy gut erholt und alle sind immer noch beeindruckt von dieser einzigartigen Geschichte. Puma. Dieser Amerikaner sah ebenfalls etwas Besonderes in seinem Garten. Er erkannte jedoch sofort, dass es sich um ein sehr seltenes Tier handelte. Es war eine große Katze und sie sah wunderschön aus. Der Mann, Gary Potter, stellte verwundert fest, dass es ein Puma war. Er machte so viele Fotos wie möglich von dem Tier, denn sicher würde es bald weglaufen. Doch der Puma blieb. Gary war verunsichert. Natürlich bewunderte er das schöne Tier gerne, solange er es aus der Ferne tun konnte. Aber irgendwann würde er in seinen Garten zurückkehren müssen. Der Puma legte sich hin und leckte sich unaufhörlich die Pfoten. Vielleicht gab es ein Problem, dachte Gary. War das Tier verletzt? Er beschloss, eine Organisation für Pumas anzurufen, beschrieb die Situation und bat um Hilfe. Eine der Mitarbeiterinnen der Organisation, Johanna Turner, bat um Fotos. Sie sagte, wenn der Puma am nächsten Morgen noch da sein sollte, war es wahrscheinlich etwas Ernstes. Sie beschlossen, abzuwarten. Gary bewunderte das schöne Tier weiterhin und hoffte, dass nichts Schlimmes vor sich ging. Er wollte ihm helfen, hatte aber keine Ahnung wie. Er würde eine Nacht darüber schlafen und am Morgen eine Entscheidung treffen. Am nächsten Tag wurde Gary vom Heulen des Pumas geweckt. Oh ja, es war kein Traum, da war wirklich ein Puma in seinem Garten. Er rannte die Treppe hinunter und sah, dass das Tier noch am selben Platz lag.
Er verständigte die Organisation und sie kamen, um das Tier zu retten. Der Puma hatte Verletzungen an den Beinen. Höchstwahrscheinlich wurde er durch einen der Waldbrände verletzt. Er wurde sofort zum Tierarzt gebracht. Der Puma war derzeit nicht das einzige Tier mit solchen Wunden. Er hatte es geschafft, dem Feuer zu entkommen, aber nach einer Weile kam er nicht mehr weiter. Er schien große Schmerzen zu haben. Die Verbrennungen des Tieres wurden professionell behandelt. Der Puma ist in guten Händen und wird sich erholen. Das Tier hatte großes Glück, im Garten von jemandem mit guten Absichten gelandet zu sein. Jedenfalls hat Gary nun eine besondere Geschichte, die er seinen Freunden erzählen kann. Er musste an diesem Tag nicht in den Zoo, um wilde Tiere zu sehen, sondern einfach seinen eigenen Garten betreten. Drei Hirsche. Bevor wir zur letzten Geschichte übergehen, abonniere doch unseren Kanal und klick auf die Benachrichtigungsglocke. Wir haben regelmäßig spannende Videos für dich. Liebst du auch den Film Bambi? Diese Imgur-Nutzerin namens Amscoli hatte ein ganz besonderes Erlebnis mit Rehen. Die Frau ist eine Wildtier-Rehabilitatorin. Sie liebt Tiere von Kindheit an. Den Gedanken, dass viele Tiere allein sind und niemanden haben, der sich um sie kümmert, findet sie unerträglich. Deshalb kümmert sie sich selbst um verwaiste Tiere. Eines Tages gab es ein Unwetter. Die Frau hätte natürlich bequem zu Hause sitzen können, aber so war sie nicht. Amscoli dachte an die vielen Tiere, die bei diesem schrecklichen Wetter wahrscheinlich Hilfe brauchten. Also ging sie hinaus, um nach Tieren in Not zu suchen. Sie musste sich beeilen, der Sturm würde bald ihr Haus erreichen. Ihre Hintertür ließ sie offen, damit bedürftige Tiere eventuell Schutz finden konnten. Schließlich haben Tiere stärkere Sinne als Menschen und müssen nicht erst die Wettervorhersage lesen. Amscoli mochte besonders Rehe. Sie ging in Kälte und Sturm umher und hoffte, Rehe zu finden. Nach einem langen Spaziergang hatte sie weder Rehe noch andere Tiere in Not entdeckt. Das Wetter wurde schlechter und sie beschloss, umzukehren. Sie hatte ihr Bestes gegeben. Die Frau hoffte, dass alle Tiere unversehrt durch den Sturm kommen würden. Sie fror und konnte es kaum erwarten, wieder zu Hause zu sein. Dort angekommen sah sie, dass die Hintertür noch offen war. Die Chance, dass Tiere hineingekommen waren, hielt sie für sehr gering. Von weitem sah sie ein Fell, wahrscheinlich das ihres Hundes. Als sie jedoch näher kam, war sie fassungslos. Was war das? Gab es noch andere Tiere in ihrem Haus? Später fand sie unter ihrem Esstisch drei kleine Hirsche dicht aneinander gedrängt. Es war das Süßeste, was sie jemals gesehen hatte. Die Frau ließ die Hintertür offen, als sich der Sturm näherte, und fand nun zu ihrer Überraschung drei kleine Hirsche in ihrem Haus. Während sie draußen danach gesucht hatte, hatte sie plötzlich drei zu Hause. Sie waren klein und verängstigt. Die Frau versuchte ihnen klarzumachen, dass sie hier willkommen waren und bleiben durften. Nach einer Weile wurden die Tiere zutraulicher. Sie erkannten die guten Absichten der Frau und fühlten sich sicher im warmen Haus. Auch den Hund fanden sie interessant. Die Hirsche zeigten Amscoli ihre Wertschätzung mit unzähligen Küssen. Sie hatte viele wundervolle Erfahrungen mit Tieren gemacht, aber dies war die schönste. Die Hirsche kehrten bald wieder in die Wildnis zurück. Amscoli teilte ihre Erfahrungen auf ihrem Imgur-Konto mit und ließ auch andere dahin schmelzen. Darüber hinaus hat sie sich um andere Tiere wie Eichhörnchen und Opossums gekümmert. Ihr Leben scheint wie ein Märchen zu sein. Unglaublich, was all diese Leute erlebt haben. Es ist selten, dass man solchen Tieren in freier Wildbahn begegnet, geschweige denn im eigenen Garten oder gar im Haus. Zum Glück sind die Tiere danach alle wohlauf gewesen. Offenbar waren sie alle am richtigen Ort. Was für ein Tier würdest du gerne in deinem Haus oder Garten finden? Teil es uns in den Kommentaren mit. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir freuen uns darauf, dich morgen bei einem neuen Video wiederzusehen.